Naja, Klaas, die Sache ist die. Die Moderation im letzten Jahr von dir ist beim jungen Publikum jetzt auch nicht so wahnsinnig gut angekommen. Sagt wer? Der Leiter unserer 1Live-Social-Media-Abteilung. Wir glauben, dass es im letzten Jahr bei der Krone vielleicht auch einfach alles ein bisschen zu viel war. Zu viel von was? Ja, ein bisschen zu viel von dir. Deshalb sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es vielleicht besser wäre, wenn wir dir dieses Jahr auf der Bühne einfach jemanden zur Seite stellen. Wenn jetzt jemand Joko sagt, dann spreng ich mich in die Luft. Nein, nein, wir würden dann natürlich ein ganz normales, offizielles Casting veranstalten. Entweder ich moderiere die Krone alleine oder gar nicht. Und da werde ich nicht drüber diskutieren. 1Live Krone 2017, Co-Moderationscasting, die erste. Hallo, ich bin Luke Mockridge. Ja, und nächster. Wenn, dann würden wir den Job zusammen machen. Wir sind eine Band. Ja, genau. Wir sind eine Band, ein Kollektiv. Wir sind quasi die... Max, ich habe das eigentlich ganz gut dargelegt, ja. Oder? Nächster. F12, die Reihe. Bisschen zu dick. Nächster. Mein Name ist Götz Alsemann und ich bin gekommen, um ein wenig über die Rolle von Buddy Bolden bei der Entstehung der Jazzmusik zu referieren. Ja, reicht, danke. Nächster. Vielen Dank. Möchte mich bei meiner Mutter bedanken? Hast du nicht mal in irgendeiner Band? Liquido oder so. Gut, danke. Hallo, ich dachte, können wir bei der 1Live-Krone ein bisschen was mit der Akustikgitarre. Wir haben auf dem Dachboden was gefunden und wollten das gerne bei euch. Ist gar nicht Bares für Rares. Wo ist denn der lustige Koch? Hast du irgendwelche besonderen Fähigkeiten? Ich habe U17 Nationalmannschaft gespielt. Ich war Model in New York, ziemlich erfolgreich. Ja, Pech, brauchen wir nichts von. Du sag mal, Joko, ne? Ist der privat auch so lustig und sympathisch wie im Fernsehen? Nächster. Hallo, ich bin Danke. Nächster. Und das kam noch per Mail rein. Guten Tag, mein Name heißt Dennis. Ich bin ein Zuschauer und ich arbeite gerne mit Menschen. Ja, schade. Dann muss ich das wohl wieder alleine moderieren dieses Jahr, ne? Naja. Wir haben da noch einen Herrn Hamadi. Hör mal ganz genau zu, der Sido. Der moderiert die Serie 1Live Krone. Er ist ein guter Freund von uns. Und Sie sind? Ist doch scheißegal, wer ich bin. Ich hab dir gesagt, er moderiert. Also zunächst einmal, ist das ein offenes Cast? Hey, Sido moderiert die Serie 1Live Krone. Ja, und der mit den besten Qualitäten, der wird sich dann am Ende durchsetzen. Du hast meinen Bruder gehört. Sido ist dabei, verstanden? Also 1Live ist immer noch eine unabhängig öffentlich-rechtliche Anstalt und damit immun gegen solche Einschüchterungsversuche. Ja, meine Herren, wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit Ihnen. Setz dich mal hin. Ich dachte, ich mache das mit Joko. Nein, mit Klaas. Kann man es noch ändern? Nein, kann man nicht. Nee, ist schon okay. Also ich würde sagen, wir starten die Veranstaltung mit einer Rap-Nummer. Ich alleine. Damit die Leute erstmal gleich wissen, wo es lang geht. Ich habe mir das so vorgestellt, dass wir vielleicht mit Musik anfangen, ne? Mit dem Orchester. Also ich singe so Fly Me to the Moon oder irgendwas von Elvis. Nee. Ich fange an. Rap-Nummer. Dann kommt er raus, dann quatscht er ein bisschen die Leute voll und dann verteilt er die Echos. Kron. Also ich denke schon, dass ich da von Anfang an dabei sein sollte, weil ich bin halt der Moderator der Sendung, ne? Okay. Machen wir es zusammen. Ich hab mich da nicht so. Wenn mit mir schon alles auf einer Bühne stehen durfte, Marc Forster, Andreas Borani, dann kannst du dich auch gerne einreihen. Ja, aber... Super. Wird bestimmt total super. Ja, schön. Dann haben wir es ja, meine Herren. Was haben wir? Setz dich mal hin. Jetzt haben wir es. Steh mal auf.